Ja, und in Berlin, da begrüße ich jetzt Kai Warnecke, Präsident des Vereins Haus und Grund Deutschland. Er vertritt halt die Haus- und Wohnungseigentümer und circa, wenn ich das richtig gelesen habe, Herr Warnecke, 80% des Wohnungsmarktes ist damit von Ihnen repräsentiert. Guten Dank, Frau Bratzky, und das haben Sie richtig gelesen. Knapp über 80% der Wohneinheiten in Deutschland gehören Bürgerinnen und Bürgern. Das sind zum Teil selbstgenutzte oder eben auch vermietete Wohnungen. Und fällt diesen Wohnungseigentümern jetzt ein Stein vom Herzen, weil sie wissen, was in dem Gesetz steht und sie tatsächlich mal konzentriert planen können, was Energie bedeutet? Ja und nein. Dieses Gesetz ist jetzt bekannt und das ist natürlich schon mal ein erster Schritt, mit dem man arbeiten kann. Aber zu dem Gesetz gehören noch zwei weitere Komponenten und die fehlen noch. Das eine ist die kommunale Wärmeplanung und das zugrunde liegende Gesetz wird erst in den nächsten Wochen diskutiert werden und soll bis zum Jahresende beschlossen werden. Und dann müssen die Kommunen und Städte, also Städte und Gemeinden, in die Planung einsteigen. Und zum Zweiten haben wir die Förderung noch nicht geregelt. Hier gibt es Ankündigungen von Robert Habeck, dass private Eigentümer bis zu 70% der Kosten für eine neue Heizung erhalten. Und das muss jetzt natürlich auch noch in ein Gesetz umgewandelt werden. Wir nehmen Robert Habeck hier beim Wort. Er muss jetzt liefern. Ja, aber 70%, das ist doch eine richtig gute Nachricht. Da gibt man ja kaum noch Geld aus für eine neue Heizung. 70% macht viel klingen und trotzdem ist es so, dass die verbleibenden 30% ungefähr den Preis darstellen, den man für eine neue Gas- oder Ölheizung ausgegeben hätte. Das heißt, die Umwandlung ist sehr teuer und es bleibt ja dann auch immer noch die Frage, ob weitere Maßnahmen am Gebäude vorzunehmen sind. Insofern kommen hier auf alle Bürgerinnen und Bürger durch das Gesetz massive Kosten zu. Das darf man nicht verheimlichen. Deswegen fordern wir ja auch, dass die Förderung nicht nur für selbstnutzende Eigentümer in der Höhe von 70% gezahlt wird, sondern 70% auch für vermietende Eigentümerinnen und Eigentümer mit auf den Weg gebracht werden. Und dann müssen wir uns natürlich auch nochmal über die Modernisierungsmieterhöhung unterhalten. Diese ist ja bei 3 € pro Quadratmeter beziehungsweise mit Blick auf die Heizung auf 50 € pro Quadratmeter gedeckelt. Das ist ein fester Betrag, der angesichts der derzeitigen Inflation so nicht zu halten ist. Aber andererseits kann man auch schon angesichts der Inflation und anderen Belastungen den Mietern nicht mehr zumuten, noch mehr zu bezahlen. Denn die wollen ja nicht unbedingt diese Heizung, sondern die wird ihnen ja von oben aufoktroyiert. Das betrifft ja völlig einheitlich alle Menschen in diesem Land. Wir wechseln den Energieträger. Im Übrigen haben die Menschen das ja auch gewählt. Die Parteien, die im Bundestag vertreten sind, wollen die Energiewende samt und sonders, auch die Opposition. Und das führt dann eben dazu, dass diese Gesetze kommen. Und das betrifft alle Menschen, das heißt Eigentümer und Mieter. Und es gibt Reiche und Mieter und reiche Eigentümer und arme Mieter. Und wir müssen eben gucken, dass wir das Geld den Menschen zur Verfügung stellen, die über die Maßen belastet werden und zwar völlig unabhängig davon, ob sie Eigentümer oder Mieter sind. Aber trotzdem bleibt Ihre Forderung bestehen, diese gedeckelte Umlage eben aufzuweichen, diese auf 3 € pro Quadrat, diese auf 3 € gedeckelte Umlage wegzunehmen. Nochmal die Frage. Sie haben ja selber gesagt, im Moment gibt es 12 Millionen ungefähr Mieterhaushalte in Deutschland. Davon ist ein großer Teil eben nicht in der Lage, eine sehr viel höhere Miete zu bezahlen. Wo soll denn das herkommen? Soll das dann auch noch alles zugefördert werden? Die Frage würde ich am liebsten direkt an Robert Habeck weitergeben. Das ist ja genau der Grund, warum wir uns so stark gegen dieses Gesetz gewehrt haben. Das Problem dahinter ist eigentlich nicht die Heizung, sondern die Tatsache, dass wir ein Energieversorgungsproblem in Deutschland haben. Egal mit welcher Energiequelle man in Zukunft heizt, und es sind ja jetzt wieder alle erlaubt, das muss man auch einmal deutlich sagen, die Kosten für die Energie in Deutschland sind sehr hoch. Dazu gehört zum Beispiel der CO2-Preis, der eingeführt worden ist für den Fall, dass es eben kein Gesetz gibt. Jetzt haben wir das Gebäudeenergiegesetz. Jetzt wäre es zumindest an der Zeit, dass die Bürgerinnen und Bürger diesen CO2-Preis als Bürgergeld oder Klimageld, das eine ist der Name der FDP, das andere ist der Name von den Grünen für dieses Geld,
zu 100% wieder erhalten, damit eben die Energie bezahlt werden kann. Und es ist eigentlich ein Unding, dass gerade die SPD, die immer so auf sozial tut, hier blockiert und das Bürgergeld derzeit verhindert. Klingt aber mit diesen ganzen Fördermechanismen, die da auch noch nicht ganz alle ausbuchstabiert worden sind, so ein bisschen nach linke Tasche, rechte Tasche. Aber Herr Warnecke, wenn wir genau hingucken, ist das Ganze ja auch auf die sehr lange Bank geschoben. 2028 erst ist das Jahr, in dem wirklich auch die kommunale Wärmeplanung vorliegen wollen. Wie optimistisch sind Sie denn, dass das tatsächlich gelingt? Ehrlich gesagt bin ich nicht optimistisch. Im Gegenteil, ich bin da sehr pessimistisch und ich glaube auch nicht daran, dass 2028 im Wärmeplanungsgesetz drinstehen wird. Wie gesagt, das muss erst überhaupt noch in den Bundestag eingebracht werden, dort debattiert werden. Fakt ist, dass die meisten Städte und Gemeinden sagen, dass sie das zeitlich nicht schaffen. Und ich denke, die Ampelregierung würde gut daran tun, hier auf die Städte und Gemeinden zu hören und nicht in ein Gesetz ein Ziel reinzuschreiben, von dem die meisten Städte und Gemeinden sagen, das ist nicht einzuhalten. Das wäre wieder Politik, die ja allein wunschgetrieben ist, an der Realität vorbei. Das Gesetz muss jetzt sauber auf den Weg gebracht werden und ich befürchte, 2028 kann und sollte dort nicht drinstehen. Aber noch ist ein bisschen Zeit, da ein wenig dran herumzuhäkeln, sage ich jetzt mal etwas flapsig. Erstmal vielen Dank für Ihre Meinung, für die Einschätzung. Kai Warnecke, der Präsident von Haus und Grund Deutschland. Vielen Dank, Frau Bratzky.